Und da ist auch sowieso ein Feuerwehr, aber wo ist die kranke Wagen? Hallo Leute, willkommen zurück bei Red Talks für unser Let's Play Euro Truck Simulator 2. Neue Folge und jetzt, ich habe einen neuen Auftrag genommen. Das geht von Palermo bis Catania. Wir bleiben in Italien und ich nehme einen Rohbagger von 24 Tonnen. Ja, Rohbagger haben wir auch schon gehabt als Lieferung, aber warum nicht noch einmal? Weil in Palermo, ich muss zugeben, das sind nicht so viele Aufträge, aber sehr interessant ist das, dass in Palermo, das sind auch welche Aufträge mit Schwertransport. Wenn ihr möchtet, auch selber, wenn du spielst selber dem Spiel Euro Truck Simulator 2, dann weißt du auch von mir eine Tipps in Palermo. Kauf dir das auch gern, das Garage, wenn du willst auch spezielle Aufträge führen. So, Auftrag annehmen. Okay, der Tieflader ist schon bereit. So, der Auflieger. Oh, Moment mal. Ja, okay. Das heißt geradeaus. Und jetzt, ich habe die Update installiert. Und da haben die Entwickler in dieser Update so diese Sound übergearbeitet. Ah, okay, darüber ist das, okay. Ja, ich muss auch erstmal reinschauen. Okay. Oh, okay, das ist darüber. Oh. Okay, Rohbagger, ja, warum nicht? Wie gesagt, nein, was mache ich für Sau? Ich wollte, jawohl, das hier. Okay. Jetzt stelle ich mich auch nicht so. Okay, okay, okay. Komme ich dran? Ja, super. Fahrt vorsichtig. Jawohl, das machen wir auch. Fahrt vorsichtig. Okay, alles gut. So, erster Gang ist eingeschaltet. Ja, und es gibt auch viel zu berichten, weil es kommt doch ein neues Update in dem Spiel. So, aber ich merke, das wäre doch zu laut. Biege nach links ab. Sind mein Fenster überhaupt zu? Ah, jetzt. Ah, jetzt ist es auch vielleicht besser. Ja, wie gesagt, ich habe noch verbessern die Sound, aber ich muss auch meine Taste merken. Hoppla, ich war auch nicht so auf, jawohl. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ja, gern, gern, gern. Ja, und das gibt eine neue Update, die auch bald kommen.
Biege nach links ab. Update 1.38, ja, es kommt auch zu uns. Und da haben die auch die Entwickler eine neue Werkstatt gemacht, so die Garagehändler. Volvo, Mercedes, Scania, MAN, die sind wieder übergearbeitet. Das gibt neue Werkstatt, so wie gesagt. Und dazu ist Lille, Stadt Lille, Nordfrankreich, ist übergearbeitet. Ja, und ich muss auch zugeben, ich habe auch die ganze schön geschaut. Und das ist auch nicht so schlecht gemacht. Muss ich zugeben, die Entwickler machen sich immer Mühe, für das Spiel in einen super Zustand zu bringen, dass wir haben auch alle Spaß dabei. So, ich darf nur 60 fahren, Ihre. Dann schalt mal die Tempomat. Ja, weil hier im Palermo-Umgebung 60 ist erlaubt und im Stadt 40. So, Sie werden sehen, wir kommen auch direkt in Palermo. Das sollte ich auch nicht so schnell fahren. So, erstmal die Umgebung. Das ist auch klasse gemacht, die Umgebung. Da muss ich zugeben, da haben die auch sehr viel gemacht mit dieser DLC Italien oder Italia DLC. So, jetzt 40. Sie sehen auch jetzt, ich darf auch nicht mehr so schnell fahren jetzt. Sowieso, das gibt auch einen am Kreisverkehr. Kreisverkehr. Erste Ausfahrt nehmen. Okay, alles gut. Da war keine da. Nimm diese Ausfahrt. Okay, jetzt 70 erlaubt. Okay. Ich muss geradeaus. Okay. Tank habe ich auch schön. Okay, was macht er vorne? Was macht er? Ajo. Ajo, jetzt kriegt man Probleme jetzt. Hein? Ha! Das war auch blöd von mir. Warum bin ich auch nicht so schnell gewesen? Okay, aber ich will auch keinen Unfall bauen. Ah, der hat auch manchmal Platz. Was macht er? So, aber... hallo? Oh, hoppla, hoppla. Ja, was macht er? Kollege? Ah, jetzt ist frei. Hallo. Da bekomme ich auch Verspätung mit ihm, oder? So, man dürft 80 fahren, dann legt man die Tempomat auf 80. So, Tempomat ist angeschaltet und fahren wir gemütlich bis am Ziel. Catania, ja, Catania. Rechts halten.
und dann Ausfahrt rechts nehmen. Es ist sowieso die Ausfahrt rechts. Erstauftrag bringt auch nicht so viel Geld. Ja. Ich sollte auch meine Licht ausschalten, weil wir sind auch tagsüber. Okay, ich fahre jetzt etwas mit Tempo. Ich habe auch keine Ahnung, das hat sich zweimal aufgehängt, meine Spiel. Okay, fahren wir langsam. Wie gesagt, ich habe die neue Update drauf gemacht. Oh, aber er ist zu langsam, der Kollege. Da möchte ich auch nicht dabei kommen. Ja, ich hoffe, das kommt auch nicht mehr so die Probleme jetzt gerade, aber das geht. Ich habe auch keine Ahnung, warum das hat zweimal gerückelt. So, fahren wir langsam. Das sollte man auch nicht so schnell fahren, ihre. Der hat mich überholt mit seinem PKW. Er war bestimmt zu schnell, aber. Jawohl, du auch, jawohl. Wie überholen Sie Red Tox, der Trucker? Er ist so langsam unterwegs. Ne? Okay. Ja, und wie gesagt, diese neue Update, die 1.38. Es ist auch schön, dass die machen auch wieder neue Sachen dabei, aber wir wissen auch schon in dem Community, dass es kommt noch Spanien und Portugal. Aber es dauert noch. Das haben die auch nicht so geplant, sofort die Termin zu sagen. Wie weit die sind oder so, die Entwickler, die haben einfach für den Moment etwas Kleinigkeit wiedergebracht. Aber es kommt auch bald Spanien und Portugal. Da muss man ihre Geduld haben. Und ich freue mich, dass das Spiel ist entstanden seit 2012. Da machen die nur Update, DLC. Ausfahrt rechts nehmen. Oh, was ist hier los? Nimm die Ausfahrt rechts. Ah ja, war super, da steht auch Feuerwehr. Okay, komm ich durch. Nein. Oh. Ja, hallo, was macht der vor mir? Okay, die Straße ist gesperrt, aber ich muss hier raus. Okay, das geht.
Wow, ja, Unfall für Rosa. Wow, aber nein, da liegt er auch quer. Was ist das hier? Ah, da möchte ich auch sehen. Ist Platz vorbeizuschauen? Oh, oje, schaut ihr das an. Da ist die ganze PKW. Okay. Ich gehe mal kurz vorne, dass wir sehen auch besser. Dieser Unfall, weil. Und da ist auch sowieso ein Feuerwehr, aber wo ist die Krankenwagen? Haben die das nicht gerufen? Soll ich die Krankenwagen anrufen jetzt gerade? Okay. Okay, aber ich komme auch durch. Das ist klar. Ich muss langsam fahren. Wow. Zur Bewegung. Kannst du deine. Ah, ja. Wow, das ist knapp, das ist knapp. Okay. Da war aber wirklich nicht so viel. Aber ich sollte auch einfach diese Straße nehmen, weil sonst. Also wieso, die haben die Autobahn gesperrt? Das heißt, für mich ist auch keine andere Möglichkeit. Okay, dann fahre ich auch schneller jetzt. Catania Süd. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Okay. Und wir werden auch andere Auftrage nehmen, weil die Folge wäre auch viel zu kurz. Ums. Okay, jetzt. Ich muss auch langsam fahren. 60 ist erlaubt. Erster Fendal in Catania. Ja. Erste Ausfahrt nehmen. Ich war sowieso niemals. Nimm diese Ausfahrt. In Catania. So 50 ist erlaubt. Dann fahren wir mit 50. Darf Händler haben wir auch entdeckt, okay. Demnächst links abbiegen. Okay, demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Ja, gern. Biege nach rechts ab. Okay. Das sind wir am Ziel. Es ist vorbei. Okay, das war wie gesagt die erste Auftrag, aber der war auch, wie gesagt, auch nicht so schwer und auch nicht so lang. Fahr im Ladebereich, ja. Das sind Fahrrad, okay. Ich weiß nicht, ob das haben wir. Okay, das ist darüber, okay. Gut. So, ich meine geradeaus. Ich war auch viel zu schnell. Ah, ihre, okay. Okay, absattern. Und wir sind auch bald müde. Das sehe ich auch gerade, okay. Aber ich habe nur 233 Kilometer gemacht. Warum ist mein Fahrer wieder müde?
Egal. Die Rolle neu auftrage, was haben die ihre anzubieten in diese Firma? Ja, mal sehen, gut. Wie gesagt, Geld kommt auch wieder. Da brauchen wir noch ein paar Geduld. So, da haben wir wieder Transport, aber ich hätte gern was gut nach Roma, Mozzarella, okay, warum nicht, ja. Basilikum, nach Florenz. Ah, boah, 51 Tonnen. Uff, das ist auch heftige. Diesel. Für Rumänien, oh, da zahlen die auch einfach mal Liebe 154.000. Soll mal diese Strecke anfangen? Das sind 3.404 Kilometer. Fahrtzeit 51. Okay, wir haben sowieso. Wir sind gerade Mittwoch, wir haben bis Sonntag. Aber das heißt, ich muss auch Gas geben. Oder für Türkei? Oder Türkü in Finnland? Aber da geben die auch, wo war ich? Oh. Aber das wäre auch ein langes Angebot, so lang, aber eine lange Fahrt. Aber ich glaube, ich sollte vielleicht sollte mal das versuchen. Das wird auch viel Cash dann auf einmal geben. Gut, Iris gerade. Ja, wie ich sehe, der Streck. Oh, ja. Okay, ich werde sagen, wir nehmen diese Aufträge. Ich nehme die Risiko an. So viel Kilometer, sowieso die erste Pause. Die kann man noch irgendwie noch an Alt. Noch 2 Stunden Fahrt oder so und dann. Okay, Auf geht's. wir nehmen das Auftrage. Okay, sowieso raus wieder. Uiuiui. Wo ist das? Biege nach links ab. Okay. Biege nach rechts ab. Ja, wenn der Kollege bewegt sich, jawohl. So langsam, langsam. Und das ist auch nicht mehr in Am Catania. Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Und direkt Nimm hier. diese Ausfahrt. Okay. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Okay. Ich muss auch wieder die Autobahn nehmen. Kein Problem. Das machen wir auch. Ah, die Feuerwehr. Ah, die haben die Autobahn wieder freigemacht. Boah. Wow. Okay.
Oh, ich muss auch dringend in eine Werkstatt wieder gehen. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Gut, für den Moment, der LKW fährt sich auch trotzdem. Demnächst links abbiegen. Links, ja, okay. Biege nach links ab. Ja, jetzt ich mache schnell wegen die Zeit für die Abholung und dazu für die Fahrzeit. Da war ich auch viel zu schnell. Okay, wir sind irgendwie in eine. Wo ist das? Geradeaus? Okay. Ah, CNP. Das war eine schöne Fahrt. Nein, überhaupt nicht, weil ich habe Unfall gemacht. Okay, das ist irgendwie eine Werk. So, erstmal rückwärts. So, Auftrag. Wir machen noch ganz gemütlich, bis dass der ich finde eine Parkstelle. So, erstmal ja, ich soll wieder schlafen. Okay, auf Flieger, welch ist besser? Wow. Irgendwie der erste gefällt mir besser. Okay. Wie gesagt, wir haben ja, das war ihre, ja. Warum hat er mir alles weggemacht? Okay. Ja, aber könnte auch sowieso nach England. Nein. Fahr mal erstmal wieder nach Rumänien. Da habe ich auch wieder Lust. Okay, aber wo ist die Moment. Es ist schon gut, aber wo steht meine Auflieger? Ah, vielleicht hier, ja. Ja, aber der ist auch nicht angezeigt. Hallo? Oh nein, was war das? Ich habe einen Fehler gemacht, ja. Management war. Ah, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Irgendwie hat er auch nicht meinen Auftrag genommen. Wo ich wollte das auch. Ja. Okay. Ah, sag mir nicht, dass er. Ah, doch. Ja, aber der Auftrag ist nicht mehr da. Was soll das? Und auf meinem Navi steht auch einfach nichts. Oh. Ist auch gar nicht gut, Leute. Hat jemand meinen Auftrag genommen oder wie? Ich war zu spät oder wie? Oh nein, 150.000. Ah doch, da ist er. Okay. Da ist er, okay. Ich habe auch gedacht, hallo, was soll das? Wer klaut mir meine Auftrag? Okay, wir sind gerade in die Raffinerie.
Ich habe euch gesagt, eine Werk, aber nein, das ist eine Raffinerie. Okay. Ja, im Defekt könnte ich auch so schauen. Zeit zu gehen. Ja, genau. Zeit zu gehen. So, jetzt. Und tschüss. Ja, hallo? Komme ich nicht mehr raus jetzt, oder wie? Oh nein. Gibt das einen anderen Ausgang? Ah! Okay! Es gibt einen anderen Ausgang. Ah, ja, ja, ja. Red Tox, wo bist du? Okay, man könnte noch vielleicht eine Stunde noch fahren. Und dann der Fahrer muss auch schlafen. Wir haben dann eine lange Fahrt, aber okay, sie wissen das auch, fahren wir auch einfach nicht so gemütlich auf einmal jetzt gerade, weil so viel Kilometer und ja, ich möchte auch gern am Ziel kommen. Okay, man könnte auch. Ich darf überholen hier, ja. Demnächst rechts abbiegen. Aber aufpassen, ich habe Benzin, ne? Ja, kein Problem. Nach rechts ab. Kein Problem, nach rechts, okay. Okay, geradeaus. Okay, 40 erlaubt. Okay, okay. Okay. Das habe ich auch nicht erwartet. Hopp, schnell. Ah. Seafood, ja, okay. Okay, aber jetzt. Und ich muss auch raus, okay. Oder? Nein, geradeaus, okay. Ja, ich habe Eilige. Okay, fahren wir auch nicht mehr so schnell jetzt gerade hier. Bitte links halten. Okay, bitte links halt. Messina, okay.
So, ich habe die Tempomat jetzt. Haltestation, okay. Okay. 5% Schaden für den Moment, das ist. Ja, das geht. Man könnte das auch locker reparieren. Oh, da war die Polizia. Okay, da fahren wir mit 100 km/h, ich werde sagen, weil ich will auch nicht. Ja, mit 100 km/h kann man fahren. Wir sind eh zu schnell, aber. Mit 100 km/h habe ich auch nicht so viel die Risiko, dass ich mal umfall mit meinem LKW. So. Was wird der mit seinem. Ah, das sind Touristen. Touristen. Gut, aber da war ich sehr schnell. Ich habe die Touristen überholt. Ja, ich spiele gerne mit. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Okay, rechts halt. Messina Porto, okay. Nimm die Ausfahrt rechts. Ja, ich werde langsam müde. Da soll ich auch eine. Parkplatz suchen. Okay. Aber da steht ein Hotel. Ich glaube, ich werde in Messina schlafen. Immer geradeaus. Ja. Der nächste steht ein Hotel. Okay, wir werden schlafen im Hotel. Ja, normal mache ich das nicht. Aber jetzt, ich habe auch keine Wahl. Kein Problem. Ist das das Hotel? Eine neue Route. Ah ja, das Hotel ist darüber. Bitte machen Sie eine Kehrtwende. Ja, nein, ich hätte gern schlafe. Ja.
Bitte machen Sie eine Kehrwende. Nein, der Fahrer ist müde. Er muss erst mal schlafen. Okay, ich bedanke mich noch für Zuschauen. Das war eine lange Part dieses Mal wieder. Aber wie gesagt, wir haben einen langen Weg vor uns. Und ja, ich muss sagen, ja, ich habe viele Schaden. Ja, 5% an meinem LKW, aber gut. Da müssen wir aufpassen, wie das wäre dann danach mit der Fahrt. Aber bleiben Sie dran, ich wünsche euch alles gut. Wir sehen uns noch. Ciao.